Herzlich willkommen, Leute. Die erste Prognose zur Konferenz steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Morgen kommen noch die Zusammenfassung von den anderen Spielen, die jeweils nur einzeln in der Partie sonst zu sehen sind. Bedenkt bitte auch, dass es nur eine Prognose ist und mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Außerdem bin ich kein ausgebildeter Kommentator. Bedenkt das auch immer, wenn ihr mir zuhört. Jetzt aber viel Spaß mit der Konferenz. Los geht's. Herzlich willkommen in der Konferenz, die wir in Augsburg eröffnen wollen, wo Borussia Mönchengladbach zu Gast sind. Und beide Teams sind absolut herausragend in diese Saison gestartet. Gladbach konnte gegen starke Leverkusener mit 2:0 absolut überzeugen. Aber auch der FC Augsburg, nach einem Rückstand konnten sie das Ganze noch drehen. In Düsseldorf konnten sie 3 Punkte mitnehmen. Sie hatten in der letzten Saison ein einziges Mal einen Rückstand gedreht. Das war am 13. Spieltag, damals zu Hause gegen Wolfsburg. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die anderen Plätze. Wir gehen rüber, eine Station weiter, nach Nürnberg. Der FCN hatte kurz vor Schluss die Riesenmöglichkeit, in Berlin zumindest das 1:1 mitzunehmen. Aber Ishak scheiterte mit seinem Elfmeter an Rune Jahrstein. Jetzt ist Mainz zu Gast, die am Sonntagnachmittag gegen Stuttgart beim 1:0 durchaus zu gefallen wussten. Doch der erste FC Nürnberg wird es bei ihrem ersten Heimspiel in der Bundesliga seit gefühlten Ewigkeiten dem Gast sicherlich nicht so einfach machen. Wir geben eine Station weiter nach Sinsheim, wo wir gerade noch mal einen Blick auf die Startelf von Julian Nagelsmann werfen können. Da ist eine gravierende Veränderung dabei. Kevin Vogt fehlt dafür in der Innenverteidigung. Harvard Nordfeit, der den Elfmeter verursachte gegen Ribéry kurz vor Schluss gegen München und so eventuell den Punkt kostete. Bei Freiburg, die hier heute als Gast auftreten und sicherlich nicht in der Favoritenrolle stecken, gibt es keine Veränderung in der Startelf. So soll es heute erfolgreicher als gegen Frankfurt werden. Und in Leverkusen ist so ein wenig Ernüchterung eingetreten. Man war sich eigentlich sicher, dass man sehr gut für die Saison gerüstet ist. Natürlich war Borussia Mönchengladbach ein sehr guter Kontrahent. Auch das 0:2 war im Endeffekt schon enttäuschend. Wolfsburg kommt nach dem 2:1 gegen Schalke mit breiter Brust. Wir geben nach Frankfurt. Da geht die Partie bereits los. Sebastian Aller steht bereit. Und die Frankfurter konnten nach 2 katastrophalen Niederlagen in Ulm und im Supercup gegen Bayern dann die ersten 3 Punkte direkt am ersten Spieltag festmachen. In Freiburg gewann sie relativ souverän mit 2:0. Nikolai Müller unter anderem der erfolgreiche Torschütze. Sebastian Aller stößt an die Frankfurter in der ersten Hälfte in den weißen Trikots von links nach rechts. Werder Bremen spielt von rechts nach links, dementsprechend in dunkelgrün. Und Frankfurt scheinte direkt etwas nach vorne tun zu wollen, aber da sollte man solche Ballverluste tunlichst vermeiden. Florian Kainz aber erstmal von Toro gestoppt. Der Neuzugang kann sich dort durchsetzen. Sicherlich auch ein wenig beeindruckt von der Atmosphäre hier am Bundesliga-Alltag. Ist ja nochmal immer ein bisschen was anderes los in Frankfurt. Die Bremer kontern. Kainz ist das auf Rashica völlig alleine vor Rönne. Das 0:1 für Bremen, beziehungsweise das 1:0 für Bremen. Frankfurt liegt 0:1 zurück. Albtraumstart für Adi Hütter im Bundesliga-Heimdebüt. Völlig alleine gelassen. Frederik Rönne kann da gar nichts machen. Die Frankfurter stehen extrem hoch und dann ein Pass in die Tiefe bringt Rashica in diese Position. Bremen führt mit 1:0. Wir schauen die Station weiter nach Augsburg. So turbulent ist es hier noch nicht ganz zugegangen, aber man merkt beiden Mannschaften an, sie haben hier eine breite Brust, sind mit 3 Punkten in die Saison gestartet. Jetzt ein katastrophaler Ballverlust eventuell. Khedira bringt den Ball nach außen. Das ist dann Gregoritsch letztendlich auf Bayer. Erster guter Abschluss, 11 Minuten gespielt. Der FC Augsburg spielt sehr gut nach vorne, kann man sich gut anschauen. Und jetzt auch die erste Möglichkeit. Jan Sommer kann nur hinterher schauen, aber muss auch aus seiner Sicht glücklicherweise nicht eingreifen gegen den Kapitän der Rot-Grün-Weißen. Dieter Hecking ja mit diesem 2:0 und dem Erfolg über Leverkusen in seiner Sache bestärkt. Jetzt aber erstmal diese katastrophale
Abstoßsituation von Jan Sommer. André Hahn macht das 1:0 in der 13. Spielminute. Was war da denn los? Das ging ja jetzt völlig schnell. Ein missglückter Abschlag vom eigenen Tor. Und im Mittelfeld wird der Ball dann abgefangen. Schnell nach vorne geleitet. Hahn ist völlig frei. Oskar Wendt ist nicht auf seiner Position. Hatte mit diesem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wohl nicht gerechnet. Und somit haben wir hier jetzt schon das zweite Tor in der Frühphase der Konferenz. Wir geben eine Station weiter und zwar zum Aufsteiger nach Nürnberg. Das war schon im Großen und Ganzen eine herbe Enttäuschung beim 1. FC Nürnberg nach dem 0:1 in Berlin, wo man ein eher unnötiges Gegentor sich einfing im ersten Durchgang und letztendlich einen Strafstoß noch vergab, kurz vor Toreschluss. Es war aber auch wiederum ein Auftritt, der Hoffnung oder Mut machte auf mehr. Es Tor war keine in Augsburg. Spielerisch überzeugende Leistung, aber dennoch war es okay. Ab nach Augsburg. Der postwendende Ausgleich. 1:1. Das Ergebnis hier wieder auf 0 gestellt. Fabian Johnson, super Treffer. Schon erfolgreich gewesen gegen Leverkusen, da im Zusammenspiel mit Raphael. Jetzt bekommt er den Ball von Florian Neuhaus. Also 1:1, wir gehen weiter. Wo der SC Freiburg eine gute Auswärtspartie bislang hinlegt und die Hoffenheimer noch nicht so richtig wissen, wie sie dagegen ankommen sollen. Jetzt aber mal die Möglichkeit, Überzahlsituation. Leonardo Bittencourt legt den Ball nach hinten, Joey Linton macht aber das Tempo ein bisschen aus der Situation raus, aber macht es jetzt wieder heiß. Was war da denn los? Freiburg muss den Ball da jetzt mal rauskriegen. Scholloi, Schwolo kriegt den Ball auch nicht geklärt. Die Situation noch immer heiß, weil Freiburg das nicht geklärt kriegt. Kader Rabeck, Florian Grillitsch, nochmal nach außen. Leonardo Bittencourt zieht den Ball zurück. Leonardo Bittencourt, Gulde ist erstmal dazwischen, aber immer noch nicht die Gefahrensituation gebannt. Nico Schulz auf Grillitsch. Jetzt war die Möglichkeit da. Es steht 0:0. Wir geben nach Leverkusen. Und wir schauen nochmal auf eine Möglichkeit von Lucas Alario, aber Kuhn Castells war dazwischen, konnte das Ganze mehr oder weniger entschärfen. Es gibt aber den Eckstoß jetzt von der rechten Seite, von Brandt hereingetreten, aber erstmal ist Renato Steffen dazwischen und jetzt die Möglichkeit für einen schnellen Gegenangriff. Tah unter anderem fehlt ja jetzt hinten durch diesen Eckstoß, aber das dauert im Großen und Ganzen zu lang und jetzt so ein Ballverlust. Alario, aber Ruisson badet seinen Fehler wieder selbst aus. Die Wolfsburger konnten beim 2:1 gegen Schalke absolut überzeugen. Es war eine wirklich katastrophale Partie, was den Genuss angeht, wenn man zumindest auf Schiedsrichterwesen achtet. Dahingehend war das wirklich nicht schön anzuschauen und beide Teams wussten dann nicht mehr so richtig, wo ist die Grenze und wo gehe ich schon weit darüber hinaus. Halbe Stunde jetzt hier knapp gespielt, Wolfsburg macht das nach wie vor ganz okay, aber Leverkusen ist klar die spielbestimmende Mannschaft. Nach dem 0:2 gegen Gladbach müssen sie aber auch kommen. Jetzt aber erstmal der VfL, aber geklärt. Wir geben weiter. Wo Bremen gerade das vermeintliche 0:2 erzielt hat, wieder Rashica war es, aber letztendlich wegen Abseits zurückgepfiffen. Richtige Aktion, die Abseitslinie ist zwar ein wenig komisch gezeichnet, aber das geht schon so in Ordnung. Der Rechtsaußen mit einem Fuß zu weit nach vorne gerückt und dementsprechend nicht das 0:2. Aber Frankfurt ist überhaupt nicht in der Partie drinne und muss sich Tor in Sinsheim. Wie sie hier ausgleichen wollen. Ab nach Sinsheim. Die Gäste führen. Mike Franz in der 35. Spielminute macht er das 1:0, weil er völlig frei steht am zweiten Pfosten. Und die TSG Hoffenheim ist absolut bedient. Der Gästeblock logischerweise bei diesem kleinen Derby sehr gut besucht. Und Mike Franz ist völlig alleine gelassen. Es steht 0:1 für die Gäste. Mit diesem Resultat geben wir aber erstmal eine Station weiter ab nach Augsburg. Wo Jan Sommer wirklich häufiger mal eingreifen muss. Hier bolzt den Ball mit den Fäusten raus und jetzt aber erstmal die Möglichkeit für Gladbach, nach diesem Eckstoß gefährlich nach vorne zu kommen, beziehungsweise eine gefährliche Aktion zu starten. Vorne sind sie ja schon. Hofmann Tor in wird Frankfurt. Den Ball reinbringen. Wir schauen drauf und dann geben wir nach Frankfurt.
0:2, 39. Spielminute. Werder Bremen trifft in Person von Philipp Bargfrede. Das geht auch wieder viel zu einfach. Im Mittelfeld wird nicht resolut rangegangen. Und mit Bargfrede geht dann keiner mit, weil den Sechser vielleicht da vorne keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Nach Sinsheim gehen wir jetzt. Das nächste Tor. Der Ausgleich, Hoffenheim gleich Tor in Augsburg. Steven Zuber, und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Wir geben gleich nach Augsburg. Aber schauen noch mal vorher hier auf das 1:1 vom Schweizer in der 40. Minute. Auch das ist viel zu einfach für Schwolo, dann keine Chance mehr. Da steht sogar noch Scholloy dazu, völlig frei. Also absolut vermeidbares Tor, ab nach Augsburg. Die Gäste haben die Partie gedreht. Strobel macht das, von Raphael bedient. Giefer ist noch dran, aber kann es letztendlich nicht vermeiden. Gladbach stellt also vor der Pause noch auf 1:2 und wir geben nach Nürnberg, wo es noch immer 0:0 steht. Jetzt kommt Nürnberg aber mal. Fuchs und dann die Möglichkeit. Müller ist erstmal dran. Auf die Latte muss der Ball jetzt mal rausgeklärt werden. Niakate macht das. Und Baku hat den Ball. Überragende Aktion von Müller. Was für eine Reaktion. Dann prallt der Ball auf die Latte. Und nicht das 1:0 für Nürnberg. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Aber das Glück spielte in diesem Falle mal nicht mit. Mainz kommt etwas ins Schwimmen jetzt gerade vor der Pause. Und Nürnberg hat ein bisschen mehr Luft. Baku aber jetzt auf die linke Seite. Möglichkeit für Holtmann, wenn er nicht im Abseits gestanden hätte. Also knapp 45 Minuten jetzt von der Uhr, beziehungsweise schon darüber hinaus. Es ist keine sonderlich unterhaltsame Partie. Hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, aber von Mainz hätte man schon durchaus etwas mehr sich erhofft. Aber man kann nicht das haben, was man sich immer wünscht. Ansonsten würden wir deutlich mehr Tore sehen und mehr Torraumaktionen wie diese hier. Edgar Salih, als hätte man mich gehört. Nochmal die Möglichkeit. Jetzt ist hier Pause. Wir schauen nochmal drauf. Ab nach Leverkusen. Wohl gerade die Gastgeber kommen und Tor. Kai Havertz, 45. Spielminute. Leverkusen führt mit 1:0. VfL Wolfsburg völlig offen hinten und Havertz ist da frei. Zu freistehend. Kuhn-Castils ohne Chance, da kann Tor er nichts Sinsheim machen. Und wir geben nach Sinsheim. Tor in Frankfurt. Oder nach Frankfurt, also Sinsheim oder Frankfurt. Erstmal nach Sinsheim, wo Freiburg wieder in Führung ist. Auch hier ist es die Nachspielzeit der 45. Spielminute, die für einen Treffer sorgen konnte. Es ist Nicolas Chico Höfler, der völlig frei zweimal zum Abschluss kommt. Baumann ist alleine gelassen und chancenlos. Wir gehen nach Frankfurt, wo der nächste Treffer gefallen ist. Ganz dickes Brett jetzt für Bremen. 0:3 liegt Frankfurt zurück. Und was die Bremer hier auf den Platz bringen, ist überragend. Milot Rashica ist es, der nur noch den Fuß im Endeffekt hinhalten muss. Und auf 0:3 stellt. Was ist mit Frankfurt los? Als wäre hier der FC Bayern München zu Gast. 45. Minute. Wenn da kein Wunder in der zweiten Halbzeit passiert, dann dürfte das schon die Entscheidung gewesen sein. Und das bevor die Partie zur Halbzeitpause abgepfiffen wurde. Jetzt müssen sie wirklich einiges nach vorne bringen. In den anderen Stadien ist bereits Halbzeit. So auch jetzt hier. Es steht 0:3 zur Pause. Bremen macht wirklich eine überragende Partie. Aber Frankfurt muss sich auch ein wenig fragen, was denn genau mit der Hintermannschaft los ist. Aber es geht auch zu wenig nach vorne. Dementsprechend überall Verbesserungsbedarf bei den Frankfurtern. Wir gehen in die Halbzeit und dann geht es hoffentlich mit spannenden 45 Minuten hier gleich weiter. Jo, hier seht ihr einmal die Halbzeitergebnisse im Überblick. Es geht gleich weiter. Ich möchte nur noch mal kurz auf die anderen Spiele hinweisen, die ich ebenfalls prognostiziert habe und auf meinem Kanal zu finden sind. Wenn es euch gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen und ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Jetzt geht's los, beziehungsweise weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß dabei. Und wir starten in Nürnberg die zweite Halbzeit, wo es als einzige Partie noch torlos steht. 0:0 nach 45 Minuten. Das ist wirklich ungewöhnlich für die heutige Konferenz. Da sind ansonsten relativ viele Tore schon gefallen. Ja, unter anderem in Frankfurt 3 Stück. Aber wir konzentrieren uns hier auf den ersten FC Nürnberg und auf den ersten FSV
Mainz 05. Nürnberg ist hier schon so ein bisschen unter Druck und sollte wohl die ersten drei Punkte einfahren gegen Mainz, die aber wirklich gut in diese Saison mit dem 1-0 gegen Stuttgart gefunden haben und hier auch jetzt mittlerweile eine ganz gute Partie abliefern. Vor der Pause etwas unter Druck geraten sind, jetzt aber die erste Möglichkeit haben des zweiten Durchgangs. Onisivo ist das, aber Leibold ist dazwischen und verhindert, dass der Torschuss den Weg wirklich letztendlich aufs Tor gefunden hat. So muss Bredlo nicht eingreifen. Eckstoß von der linken Seite. Gefährliche Spieler wie Bell sind in der Mitte dabei. Da ist aber Mateta und macht das 0:1. Der Neuzugang macht es. 53. Spielminute. Jean-Philippe Mateta mit dem 0:1. Nürnberg ganz eiskalt nach der Pause erwischt. Das Mateta viel zu frei. Löst sich davon Hanno Behrens clever und ist dann mit der Kopfballtechnik zur Stelle. 1:0 hier für die Gäste, also kein Team, kein Spiel mehr in der Prognose ohne Tor. Ab nach Sinsheim. Wo gerade Hoffenheim gefährlich nach vorne kommt. Sie wollen hier unbedingt den ersten Dreier der Saison einfahren. Dazu muss aber erstmal ein 2:2 her, doch Freiburg macht das wirklich gut und ist hier nicht unverdient mit 2:1 kurz vor der Pause noch in Führung gegangen. Das können sie jetzt erstmal hier verteidigen. Niederlechner, den muss er vielleicht in die Mitte legen. Aber Petersen kommt über die Außenseite und dann ist aber Baumann da. Ex-Freiburger ja ohne Probleme hier drischt den Ball weit nach vorne. Es soll jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Auch Freiburg steht da jetzt erstmal kompakt. Und Günther, wenn er keinen Fehler macht, dann löst er das hier auch ganz sauber. Und eine Stunde jetzt knapp gespielt. Nach wie vor geht dieses 2:1 in Ordnung. Doch Freiburg wird jetzt ein Tor in Leverkusen. Kade Rabeck. Wir schauen nochmal hier drauf. Ansonsten geht es gleich nach Leverkusen. Schwolo hält. Wir schauen nochmal drauf und dann ab nach Leverkusen. Kevin Volland mit dem 2:0. 61. Spielminute. Bayern 04 Leverkusen erhöht damit. Und das ist mittlerweile absolut verdient. Die Fans sind außer Rand und Band. Unglaublicher Fehler da in der Hintermannschaft und Volland hat aber einen Huf, den er da auch aufs Feld bringt. Knoche war es, glaube ich, der den Ball unnötigerweise im Aufbauspiel verliert. Dann geht es schnell. Castells ist chancenlos gegen diesen Hammer, der auch perfekt sitzt. Kevin Volland also erhöht zum 2:0. Wir geben nach Frankfurt, wo es ja bereits 0:3 für die Gäste aus Bremen steht. Wo gerade schon wieder ein Tor gefallen ist, aber es war wieder abseits. 61 Minuten hier gerade von der Uhr und Werder Bremen verwaltet das jetzt erstmal. Frankfurt hat sich in der Defensive deutlich stabilisiert und dennoch können sie absolut nicht zufrieden sein mit dem, was besonders in der ersten Halbzeit geschehen ist. Aber auch jetzt im zweiten Durchgang geht nach vorne nicht sonderlich viel. Vielleicht jetzt mal die Möglichkeit, zumindest zum 1:3, zumindest hier den Ehrentreffer oder den Anschlusstreffer zu erzielen. Wenn etwas dieser Art möglich ist, dann wohl in Frankfurt mit diesen Fans. Aber da spielte früher auch noch ein Alex Meyer mit, als man unter anderem in der 90. Minute gegen Berlin noch zu einem 4:4 traf. Zwei Tore waren es da in der 90. die Alex Meyer erzielen konnte. Ab nach Augsburg, wo Gladbach kommt und erhöhen möchte. 65. Spielminute, das ist Neuhaus. Überragende Aktion von Florian Neuhaus. Geht aber auch viel zu einfach durch. Letztendlich ist es Fabian Giefer, der eingreifen muss mit dieser tollen Tat. Macht er auch richtig klasse, der hätte super gepasst. Und so verhindert er das 1:3 und wohl zumindest die Vorentscheidung. Augsburg macht momentan nicht mehr sonderlich viel nach vorne. Und Gladbach ist hier drauf und dran, das 3:1. zu erzielen. Eckstoß wieder und diesmal aber wirklich harmlos. Wendt ist dazwischen, beziehungsweise ist mit dem Kopf dran, doch der geht weit, weit am Kasten vorbei. Augsburg muss sich noch etwas ausdenken, um hier nochmal ranzukommen. Es steht 1:2 nach 67 Spielminuten. Wir gehen nach Nürnberg. Da führen auch die Gäste mit einem Torabstand da 1:0 durch das Tor von Mateta. Also ab nach Nürnberg. Nürnberg versucht hier alles auf 1:1 zu stellen, doch dadurch gibt es immer wieder Möglichkeiten und Räume für Mainz. Quaison auf Mateta, der hat die Übersicht, Baku ist mitgelaufen, sehr guter Ball in die Schnittstelle, da ist Holtmann, Gerrit
Holtmann muss jetzt mal abschließen. Nochmal rübergelegt, aber Leibold ist wieder dazwischen und verhindert Schlimmeres. Sehr viel Glück in dieser Situation für Nürnberg. Das hätte es schon sein können. Kommen Sie jetzt mal nach vorne. Mühl ist das. Petrak, nein. Ab nach Frankfurt. Bremen hat jetzt nochmal Lust auf Fußballspielen und Frankfurt ist hinten völlig offen. Julia Osako auf Bargfrede. Das ist kein Abseits. Julia Osako bedient von Bargfrede. 0:4. Jetzt ist hier endgültig alles geklärt und für Frankfurt wird es gerade richtig bitter. Sie haben es jetzt alles nach vorne geworfen. Adi Hütter, das ehrt ihn auch ein wenig, dass er hier jetzt nicht auf Schadensbegrenzung geht. Aber wenn es schief läuft wie hier, dann sieht es ganz, ganz übel auf. Julia Osako, Tor Nürnberg. 0:4. Wir schauen nochmal drauf und dann gehen wir nach Nürnberg. Ist da etwa der Ausgleich gefallen oder konnte Mainz zum 2:0 erhöhen? Mainz konnte erhöhen. Pablo de Blas ist jetzt eine Viertelstunde vor dem Ende, macht hier das 2:0 eventuell die Entscheidung. Nürnberg war ja gerade auf der anderen Seite durchaus gefährlich dabei. Mühl mit einem Ballverlust und ja, dementsprechend ging es dann wiederum schnell nach vorne. Pablo de Blasis schiebt ein an Bredlo vorbei. Keine Chance für den Nürnberger Rückmann, der da etwas alleine gelassen scheint. Und so steht es 0:2. Mit diesem Resultat gehen wir nach Sinsheim, wo es mit 1:2 noch etwas enger vonstatten geht. Kann man so sagen, doch die TSG ist etwas überlegungs- und ideenarm. Baumann ist das jetzt, der das spielerisch versucht zu lösen mit Kader Rabeck und Nordveit jetzt mit dem weiten Ball nach vorne. Julian Nagelsmann kann absolut unzufrieden sein, beziehungsweise muss absolut unzufrieden sein. Das, was sie gegen Bayern in der zweiten Hälfte alles richtig gemacht haben, machen sie hier gerade alles falsch. Und jetzt war es auch noch abseits von Joel Linton. Das Knie ist im strafbaren Bereich und dementsprechend geht das Tor in Leverkusen. Wir geben nach Leverkusen, denn hier, ja, lassen sich die Freiburger natürlich viel Zeit. Die Entscheidung, Kevin Volland mit dem Doppelpack und was für ein Treffer. Tor in Nürnberg. Kevin Volland, wir schauen gleich nach Nürnberg, gucken hier nochmal drauf. Super Abschluss, oben links rein für Castells, ist da wieder nicht zu halten. Einfach ein überragender Treffer. Und mit diesen Zeitlupen geben wir nochmal nach Nürnberg. Die Hoffnung lebt wieder bei Nürnberg. 79. Spielminute, das 1:2. Julia Kobo, der Neuzugang aus Gent, trifft. Schön gemacht, lässt Müller keine Chance. Der Ball springt ihm eigentlich etwas vom Fuß, aber das nutzt er dann, um den Ball ins lange Eck zu lupfen. Somit ist Nürnberg wieder voll in der Partie drin. Es fehlt ein Tor, um hier zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das erste Bundesliga-Tor dieser Saison ist ihm zumindest schon mal gelungen. Kubo macht es 10 Minuten vor dem Ende, ist wieder alles drin. Wir geben aber nochmal eine Station weiter. Wo Augsburg zumindest das 2:2 erzielen möchte. Im letzten Jahr hat es hier am ersten Spieltag in Augsburg ein 2:2 gegeben. Damals war es Finn Bogason in der letzten Minute, der auf 2:2 eben stellen konnte. Tor in Frankfurt. Augsburg wirkt jetzt etwas ideenlos. Das nächste Tor in Frankfurt. Da ist aber was los. Da ist so richtig was los. Im negativen Sinne für Frankfurt und für Bremen ist es ein absoluter Traum. Es wächst gerade jeder bei den Werderanern über sich hinaus. Julia Osako mit dem Doppelpack. 85. Minute. Staubt einfach nur noch ab. Es steht 0:5. Und Frankfurt ist absolut bedient. Was für eine Partie. Hier ist logischerweise seit Ewigkeiten alles entschieden. Nochmal nach Nürnberg. Wo es gerade eine Möglichkeit gab zum Ausgleich hier per Kopf. Aber kein Problem für Müller. Und Nürnberg muss jetzt alles versuchen. Alles nach vorne werfen und dabei nicht die Defensive komplett außer Acht lassen. Die Mainzer Gäste kommen. Aber Quaison ist das. Brosinski kann den Ball lange halten. Super Ball jetzt aber. Bredlo ist dazwischen und verhindert die Entscheidung. Die Zeit läuft den Franken davon, den Kloberern. Die kommen hier gerade nicht mehr nach vorne, weil Mainz das clever macht. Niakate spielt da mit dem Feuer und kann so den Gegenangriff einleiten. Da liegt auch noch einer verletzt rum bei Mainz
im Strafraum der Nürnberger. Da sollte Tor auch langsam Sinsheim wieder nach hinten kommen. Wir geben nach Sinsheim. Ist da das späte 2:2 gefallen. Und Frankfurt hat 0:5 verloren. Ja, Frankfurt hat 0:5 verloren und auch Hoffenheim wird hier verlieren, während oben die anderen Ergebnisse noch eintrudeln. Leverkusen gewinnt also mit 3:0. Mike Franz entscheidet hier diese Partie. Ein Doppelpack. Wieder steht er auf dem zweiten Pfosten. Völlig frei. Oliver Baumann wieder völlig allein gelassen. Unglaublich, wie sich die Elf von Julian Nagelsmann an diesem Abend, beziehungsweise an diesem Frühabend, an diesem Samstagnachmittag schlecht geschlagen hat. Absolut nicht so, wie man sich das vorstellt und wie man das mit diesen Spielern, mit dieser Qualität so erwarten würde. Nürnberg also auch aus 1:2 verlieren sie gegen Mainz. Die Partie hier ist vorbei. Die Sinsheimer Fans sind nicht angetan von diesem 1:3. Logischerweise Freiburg gewinnt mit 3:1. Wir geben noch nach Augsburg. Da läuft's noch. Aber Gladbach macht das clever und ist eher am 1:3 dran als am 2:2. Ausgleichstreffer nochmal die Möglichkeit. Fabian Giefer aber konnte das Ganze verhindern in der 92. Minute. Die Nachspielzeit ist abgelaufen. Es gibt nochmal Ecke, aber das dürfte normalerweise die letzte Aktion sein, wenn es die überhaupt noch gibt. Also auf den anderen Plätzen bereits ist Schluss und jetzt haben die Fohlen hier die Zeit der Welt. Hofmann legt sich den Ball ganz locker zurecht. Hatte ja das 1:0 per Elfmeter gegen Frankfurt erzielt. Gegen Leverkusen natürlich. Und jetzt bringt er den Eckstoß nochmal rein. Wird es gefährlich. Strobel auf Giefer. Der hält den Ball fest. Muss jetzt schnell nach vorne gehen. Aber der hat auch scheinbar nicht mehr die Kraft und nicht mehr die Ideen. Es ist vorbei. Augsburg verliert 1:2 gegen extrem starke Gladbacher. Das Resultat geht so in Ordnung. Wir schauen gleich nochmal auf die Endresultate. Ansonsten war es das mit der Konferenz. Viele Tore sind gefallen. Wenn ich richtig zählen kann, bis 20 dürften es 18 Tore gewesen sein in 5 Spielen. Sehr gute Bilanz. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Jo, das war die Prognose der Konferenz. Morgen kommt noch die Prognose zu den anderen 4 Einzelspielen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben natürlich auch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und nehmt es nicht so ernst. Es ist nur eine Prognose. Bis dann und ciao.